Lumwitz, der flankt den Ball rein in den 16-Meter-Raum. Da gibt es tatsächlich den Ausgleich. Das 2:2 mit der letzten sich bietenden Gelegenheit. Wahnsinn. Barilla, der nächste gute Ball und voll mit der Parade. Der fahr doch eigentlich schon durch die Hosenträger durch und dann setzt er sich mehr oder weniger auf den Ball. Ben voll. Verlagerung auf Linksverteidiger Luca Bolay und der findet Samuel Abifade. Toller Ball für Maxi Wolfram. Wolfram, die Chance und es steht 1:0 für den Sportclub Pferd. Super öffnender Ball hier aus dem Zentrum von Sessa. Nimmt den Kopf nochmal hoch und dann genau in die Schnittstelle. Rotha bekommt den Ball rüber. Völke! Sascha Völke, 90. Minute. Debüttreffer in der dritten Liga. Waldhof hat noch eine Chance zum zweiten. Kersken klasse gegen den Versuch von Jonas Karls. Akono. Aber Ball kommt zu Velasco. Tor! Robin Velasco, 5. Saisontor. Der VfB Lübeck lebt 1:0. Velasco. Tolles Tor. Mit dem Traumtor zum 2:0 in der 60. Minute. Schöner kannst du ihn dadurch reinzirkeln und der war absolut unhaltbar. Und nochmal die Chance und jetzt ist es passiert. Münster führt und Joel Grotowski, der fliegt wieder und er fliegt weiter und kriegt ein Küsschen für seinen Treffer. Bonga, Bonga, das ist Baumann! Und natürlich hatten wir alle ganz kurz Angst, dass der Ball gegen die Latte knallt. Ist er aber nicht. Der fliegt rein ins Haus. Und Baumann hebt die Kugel gekonnt in die Maschen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.